Auf geht's zur Wiesn! Und zapft uns! Servus miteinander, hallo liebe Wiesn-Gaudi-TV-Zuschauer und Zuschauerinnen. Wir sind heute in einer ganz besonderen Mission unterwegs, denn wir haben eine Anfrage erhalten. Da hieß es, bitte, bitte, liebes Wiesn-Gaudi-TV-Team, könnt ihr uns unterstützen? Wir brauchen die perfekten Dirndls zur Wiesn 2014. Da lässt man sich natürlich nicht lumpen und hilft. Und deshalb haben wir zwei Moderationskolleginnen hier in München jetzt heute getroffen und die warten schon darauf, dass sie eingekleidet werden zur Wiesn 2014, nämlich die Kolleginnen von Joyce aus Berlin. Und da warten sie auch schon. Hallo, hallo Alexandra, hallo Melissa. Wenn man hier schon als Mann, ich komme in die goldene Mitte. Ich habe eben schon den Zuschauern erzählt, dass ich ja die Ehre habe heute mit euch. So ein bisschen beratend an der Seite zu stehen, denn ihr wollt ja zur Wiesn perfekt ausgestattet fesch werden dieses Jahr. Fesch, sagt man fesch? Fesch. Sagt man so, ja. Gut. Dann würde ich sagen, wir schnacken jetzt hier gar nicht zu lange, auch wenn das Wetter so schön ist jetzt hier in München. Wir gehen mal rein zu Sarah, zu Dirndlliebe, die stattet euch aus und ich freue mich, ich finde das total geil, dass ich hier dabei sein darf. Let's go! Hallo! Surprise, surprise! Hallo Sarah, freue mich sehr. Hallo Sarah! Sarah, Tag, Dirndlliebe. Dann legen wir mal los. Habt ihr schon, also ich glaube, ihr müsst einfach ein bisschen rumgucken. Das sieht schon alles sehr, sehr, sehr schön aus. Ich glaube, wir müssen einfach nur noch das perfekte Dirndl für uns finden. Die Farben sind schon mal wunderschön. Ja. Dann würde ich sagen, ich schicke einfach mal die Kamera mit euch mit und ihr schaut, was die Mädels sich aussuchen. So, Melissa, sag mal, du greifst hier schon ganz farbenfroh zu den Dirndls. Ich sehe schon orange, ich sehe lila, blau. Ja, das sieht gut aussehen. Ja, finde ich auch. Ich finde das super. Also ich meine, ich bin ja jetzt hier, ich wollte gerade sagen, ja, die Männer dürfen ja auch Farbe tragen dieses Jahr. Deswegen, absolut, greif doch mal dahin. Also finde ich ganz toll. Sarah, sag doch mal, warum so eine Farbe am Dirndl dieses Jahr? Die Mädels tragen das ganze Jahr schwarz, grau, beige. Und wenn nicht zur Wiesn, wann soll man dann Farbe tragen? Guck mal, Alexandra hat hier auch schon eine kräftige Farbe ausgesucht. Und ich muss mal sagen, ich glaube, wenn ich das mal so ganz oberflächlich beurteilen darf, dass es dir ganz gut steht. Gefühlte 2 Stunden später, immer noch im Laden von Dirndlliebe. Und Alexandra und Melissa sind in der Kabine, wollen sich umziehen. Mal gucken, wie weit sie sind. Mädels, wie schaut's aus? Und? Ja, und? Ja, sag du mal ja und. Ja, siehst du, ich kann gar nicht mehr moderieren. Mir verschlägt's die Sprache. Wie fühlt sich's an? Sehr, sehr schön. Ich finde das Gelb auch ziemlich cool, muss ich sagen. Ich habe es jetzt mit Boots kombiniert. Ich weiß nicht, wie du das so findest. Statt High Heels. Mel hat High Heels an. Ich habe gerade High Heels an, ja. Allerdings ist bei mir das Ding, sitzen darf ich nicht, essen darf ich auch nicht, atmen wird auch ein bisschen schwierig. Ja. Mhm. Aber so kurz mal so stehen ist toll. So stehen ist ganz gut. Ich mein, mehr braucht man ja auch nicht. Wie hast du es vorhin so schön gesagt, das haben die Zuschauer leider nicht mitbekommen. Der Balkon, der sitzt, ne? Der Balkon, der sitzt. Super, kann man mitnehmen. Habt das jetzt endlich, ihr Gackerweiber? Ja, ja, ja. Ja. Jetzt haben wir es geschafft, oder? Voll ready, oder? Oder? Eins, zwei, drei, Xuffa! Ihr fühlt euch wohl? Ja, wir sind perfekt ausgestattet für die Wiesn. Es kann losgehen. Ich bin bereit. In diesem Sinne, das lassen wir mal so stehen. Es kann losgehen. Wir wünschen euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns morgen wieder auf der Wiesn. In diesem Sinne, macht's gut. Fitti! Fitti.